Erster ökonomischer Teil. Als Vertreter des europäischen Handelskapitals vor ca. 400 Jahren mit den unterschiedlichen Gesellschaften des afrikanischen Kontinents in größerem Ausmaß in Berührung kamen, fiel es ihnen leicht, die Afrikaner im Handel zu übervorteilen. Dabei beließen sie es jedoch nicht und schon bald verwandelten sie Teile des Kontinents in ein Gebiet der Menschenjagd. Die Gewaltmittel afrikanischer Gesellschaften waren den europäischen als Ausdruck einer wissenschaftlich-technischen und gesellschaftlich höheren Entwicklungsstufe unterlegen. Die sich rasch entwickelnde Sklaverei wurde begünstigt durch eine schon bis dahin bestehende, Jahrhunderte andauernde Tradition gegenseitiger innerafrikanischer Versklavung und des überseeischen Sklavenhandels, der von den muslimischen Stämmen Nordafrikas und der arabischen Halbinsel organisiert wurde. Durch den Kontakt zu den Europäern gerieten die Menschen des subsaharischen Afrikas in eine Lage, in der es bald nicht mehr nur um die Freiheit Einzelner, sondern um das Überleben ganzer Gesellschaften ging. Nicht alleine aufgrund der Dezimierung der Bevölkerung durch den gesteigerten Menschenraub, sondern auch durch den bloßen Kontakt mit den ökonomischen Verhältnissen der europäischen Kolonialmächte selbst. Aber anders als etwa in Indien, wodurch die mörderische Kolonialherrschaft der Briten die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise, das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, zumindest in seinen rudimentärsten Formen eingeführt wurde, entwickelte sich in Afrika so gut wie keine kapitalistische Produktion. In Afrika brachte der Kolonialismus dieser Epoche wenig mehr als Zerstörung und gesellschaftlichen Verfall. Die auf eigenen Varianten der asiatischen Produktionsweise fußenden afrikanischen Gesellschaften wurden im Zeitraum zwischen dem 17. Jahrhundert und der Mitte des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger gründlich zerstört. Der Gier des Handelskapitals, dass sich der Träger der Arbeitskraft und der Produkte fremder Gemeinwesen, insbesondere des Goldes, durch Prellerei und gewaltsamen Raub bemächtigte, öffneten sich ungeahnte Springquellen der Bereicherung. Die fantastischen Gewinne aus dem Kolonialhandel waren eine entscheidende Bedingung für die zeitgleich erfolgende Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, der Subsumption der Produktion unter das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis in den Mutterländern der europäischen Sklavenhändler selbst. Das zu ökonomischer und damit gesellschaftlicher Macht kommende, produzierende Kapital nahm das Handelskapital über die Jahre ganz in Dienst. Für die Versklavten bedeutete dies eine noch schärfere Degradierung zur bloßen Menschenware als zuvor. Die Bedingungen, unter denen sie nun leben und sterben mussten, wurden bestimmt vom Weltmarkt, dessen Hauptzweck darin bestand, den Hunger der Industrie nach billigen Rohstoffen zu befriedigen. Diese Phase der Subsumption des Handelskapitals unter das industrielle Kapital bedeutete für die Versklavten ebenso millionenfaches Leid, wie sie den Bauern Britanniens ab dem 15. Jahrhundert unter der sogenannten ursprünglichen Akkumulation erdulden mussten. Eine Gewalt, die notwendig war, um die bis dahin häufig privat oder auf Gemeineigentum produzierenden Bauern durch Beschlagnahmung ihrer Produktionsmittel und blutige Vertreibung von Grund und Boden in doppelt freie, dem Verwertungsinteresse des Kapitals ausgelieferte Lohnarbeiter zu verwandeln. Während selbst zehnjährige Kinder der sich in Europa gerade als solche konstituierenden proletarischen Klasse bis zu 16 Stunden täglich in den Fabriken zugrunde gerichtet wurden, mussten Afrikaner in den Bergwerken und auf den Plantagen Amerikas unter Peitschenhieben jene Rohstoffe der Natur abtrotzen, die für die rasant expandierende Produktion in den kolonialen Mutterländern nötig waren. Die Afrikaner wurden durch die Versklavung und Losreißung von ihren eigenen afrikanischen Produktionsmitteln jedoch nicht in doppelt freie Lohnarbeiter verwandelt, wie die ehemaligen Bauern Britanniens, sondern in beseeltes Werkzeug. Als Sklaven figurierten sie in den Kalkulationen ihrer Besitzer nicht auf der Seite des variablen Kapitals, als Empfänger von Arbeitslohn, den sie im Tausch gegen freiwillige Verausgabung von Nerv, Muskel und Hirn erhielten, sondern auf der Seite des fixen Kapitals, als bloßer Kostenfaktor der leblosen Maschinerie, deren lebendige Bestandteile sie abzugeben gezwungen wurden.
Im Gegensatz zum europäischen Proletariat verkauften die afrikanischen Sklaven ihre Arbeitskraft nicht einmal nominell freiwillig, sondern sie wurden verschleppt, verschifft, verkauft, vernutzt und ersetzt, wie und wo es einem Sklavenjäger, einem Sklavenhändler und zuletzt einem Sklavenhalter zum Vorteil gereichte. Entgegen dem Eindruck, den die bisherige Darstellung ökonomischer Aspekte nahelegt, hatten die Proletarisierten und die Versklavten eines gemeinsam: die tödliche Ausbeutung zum Zwecke der Kapitalakkumulation, unter der sie litten. Ihre voneinander unterschiedenen Schicksale waren über den Weltmarkt in einer Verwertungskette miteinander verknüpft, und das Kapital war schon damals darauf angewiesen und wusste es blutig durchzusetzen, dass jeder auf dem ihm zugewiesenen Platz funktionierte. Die unfreien Arbeiter, die schwarzen Sklaven während der Extraktion der Rohstoffe und die nominell freien Lohnarbeiter, die weißen Proletarier, bei der Verarbeitung selbiger. Für diese Phase der sich entwickelnden, weltumspannenden Herrschaft des Kapitals gilt: kein Kapitalverhältnis ohne Kolonien und afrikanische Sklaven, kein Kapitalverhältnis ohne die Verwandlung der europäischen Bauern in Lohnarbeiter. Es zeigte sich schon damals, dass der gemäß den Anforderungen des Kapitals verdinglichte Mensch, zum Beispiel als Charaktermaske Typ Sklavenjäger oder Hausnigger, tendenziell zu jeder Gewalttat bereit ist, wenn sie seiner fortgesetzten, gewohnheitsgemäßen Existenzweise dienen könnte. Das Terrorregime, unter das Millionen von afrikanischen Menschen gezwungen wurden, droht potenziell den Menschen aller Hautfarben, sobald sich die gesellschaftlichen Bedingungen ändern. Zitat Karl Marx: Die Behandlung der Eingeborenen war natürlich am tollsten in den nur zum Exporthandel bestimmten Pflanzungen wie Westindien und in dem Raubmord preisgegebenen reichen und dicht bevölkerten Ländern wie Mexiko und Ostindien. Jedoch auch in den eigentlichen Kolonien verleugnete sich der christliche Charakter der ursprünglichen Akkumulation nicht. Jene nüchternen Virtuosen des Protestantismus, die Puritaner Neuenglands, setzten 1703 durch Beschlüsse ihrer Assembly eine Prämie von 40 Pfund Sterling auf jedes indianische Skalp und jede gefangene Rothaut. 1720 Prämie von 100 Pfund Sterling auf jeden Skalp. 1744, nachdem Massachusetts Bay einen gewissen Stamm zum Rebellen erklärt hatte, folgende Preise: für männliche Skalp 12 Jahre und darüber 100 Pfund Sterling, neuer Währung. Für männliche Gefangene 100 Pfund Sterling, für gefangene Weiber und Kinder 50 Pfund Sterling, für Skalps von Weibern und Kindern 50 Pfund Sterling. Einige Dezennien später rächte sich das Kolonialsystem an der unterdes aufrührerisch gewordenen Nachkommenschaft der frommen Pilgrim Fathers. Unter englischem Antrieb und Sold wurden sie tomahawked. Das britische Parlament erklärte Bluthunde und Skalpieren für Mittel, welche Gott und die Natur in seine Hand gegeben. Zitat Ende. Das Kapital reduziert die Menschen auf ihre bloße Qualität als Arbeitskraft und bestimmt sie sodann rein quantitativ. Unter dem Kapital ist der Mensch zuvorderst ein Arbeitskraftbehälter, dessen gesellschaftlicher Wert bestimmt ist durch seine mehr oder weniger ausgebildete Arbeitskraft und ihren entsprechenden Preis. Das Kapital abstrahiert von den konkreten Beschaffenheit der Individuen und setzt sie, im Gegensatz zum historisch vorangegangenen Feudalismus und das erste Mal in der Gattungsgeschichte, als doppelt Freie, als Lohnarbeiter unter dem Verwertungsinteresse des Kapitals, frei von Produktionsmitteln und frei von unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. Die Menschen sind im freiwilligen Tausch ihrer Arbeitskraft gegen Geld vor dem Verwertungsinteresse des Kapitals und als Tauschende untereinander nominell gleich, gleichgültig welchen Geschlechts und welcher Herkunft sie sind. Das Kapital, vor dem alle Arbeitskräfte insofern gleich sind, als sie ihm gegenüber alle den Charakter von Waren angenommen haben, verhilft somit dem bereits zuvor existierenden Gedanken der Gleichheit aller Menschen vor Gott als abstrakte Menschen tendenziell zu seinem gesellschaftlichen Durchbruch. Zitat Marx: Damit ist also die vollständige Freiheit des Individuums gesetzt. Freiwillige Transaktion, Gewalt von keiner Seite, setzen seiner als Mittel oder als dienend, nur als Mittel, um sich selbst als Selbstzweck, als das Herrschende, das Übergreifende zu setzen,
Endlich das selbstsüchtige Interesse, kein darüberstehendes verwirklichend, der andere ist auch als ebenso sein selbstsüchtiges Interesse verwirklichend anerkannt und gewusst, sodass beide wissen, dass das gemeinschaftliche Interesse eben nur in der Doppelseitigkeit, Vielseitigkeit und Verselbstständigung nach den verschiedenen Seiten der Austausch des selbstsüchtigen Interesses ist. Das allgemeine Interesse ist eben die Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen. Und um diese Dinge, also Arbeitsprodukte, als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensakts, sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer. Zitat Ende. Auf dem Arbeitsmarkt, auf dem die Proletarisierten ihre Arbeitskraft als Ware an das Kapital verkaufen, sind alle einerseits als Ware der Ware als Verkäufer der Ware Arbeitskraft gleich. Andererseits sind sie sehr ungleich hinsichtlich ihrer Qualifikation, ihrer Stellung innerhalb der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit und ihrer Entlohnung. Diese Ungleichheit kann besonders im globalen Maßstab enorme Ausmaße annehmen und daher in der sinnlichen Wahrnehmung die potenzielle Gleichheit aller Menschen als Arbeitskraftware überlagern. Da gesellschaftliche Verhältnisse, in diesem Fall jene, die die Ungleichheiten erzeugen, als solche sinnlich nicht zu fassen sind, sondern an ihren materiellen Trägern, den lebendigen Individuen, erscheinen, verschmelzen gesellschaftlich bedingte Auswirkungen auf die Individuen mit der sinnlichen Wahrnehmung ihrer körperlichen Merkmale. Konkret sind die gesellschaftlichen Verhältnisse so, dass die Mehrzahl der Individuen mit schwarzer Hautfarbe eine im Durchschnitt schlechtere Ausbildung haben, niedriger bezahlt oder gleich versklavt werden, so fallen natürliche und gesellschaftliche Merkmale in der Erscheinung zusammen. In dieser Hypostasierung geschichtlich gewordener gesellschaftlicher Verhältnisse liegt ein Moment von Wahrheit beschlossen. Die Tatsache nämlich, dass in der warenproduzierenden Gesellschaft die verfestigten sozialen Formen den Individuen als zweite Natur erscheinen. Diese Amalgamierung natürlicher Merkmale mit gesellschaftlich bedingten Eigenschaften im Alltagsbewusstsein bildet bis heute eine Grundlage für das seelische Reservoir, aus dem sich Ideologien wie der Rassismus immer wieder speisen. Die globale Arbeitsteilung bedeutet eine enorme Ungleichheit, nicht nur in der Lohnhierarchie, sondern auch in der Produktion und in der Produktionsweise. Auf dem Weltmarkt aber muss diese Ungleichheit ausgeglichen werden, muss eine formelle Gleichheit herrschen. Einerseits bedingt das Kapital die Ungleichheit zwischen den Klassen, andererseits muss diese Ungleichheit in der Zirkulation vermittelt werden, da sonst eine weltweite Warenproduktion und Warenkonsumtion nicht möglich wäre. Auch wenn sich Gesellschaften und Regionen unter der kapitalistischen Totalität sehr ungleich entwickeln, geschieht dies unter der Verallgemeinerung der Warenproduktion, die sich auch als menschliche Gleichheit ausdrückt, wie sie, zumindest für die entwickelten Gesellschaften, auch notwendig ist. Damit erhält sich der offensichtliche Widerspruch, dass die Aufklärung und die bürgerlichen Revolutionen der Liberté, Égalité, Fraternité zeitlich in eins fallen konnten mit der transatlantischen Sklaverei und der ideengeschichtlichen Blüte rassistischer Theorien im 19. Jahrhundert als ihrem genauen Gegenteil. Das Kapital ist nicht in allen seinen Formen so mobil und international wie das Handelskapital. Um immer wieder aufs Neue den vom Proletariat erarbeiteten Mehrwert aneignen zu können, muss das Kapital die Form des produktiven Kapitals annehmen. Als solches ist es gebunden an Grund und Boden, auf dem die Produktion stattfindet. Aufgrund der Immobilität des fixen Kapitals, der Fabrikgebäude, der Maschinen und so weiter, ist das produzierende Kapital verbunden mit den jeweiligen Produktionsverhältnissen, der Beschaffenheit der Umwelt,
dem Ausbildungsgrad und der Mentalität der Bevölkerung etc. Vor Ort sind die einzelnen Kapitalien in der Produktion miteinander verschlungen, voneinander abhängig und an der relativen Einheit gemeinsamer Durchschnittsprofitraten von den Kapitalien anderer Nationalstaaten unterschieden. Diese stoffliche, aber auch wertmäßige und die Profite bestimmende Verzahnung der Kapitalien vor Ort bedingt ein gemeinsames Interesse. Die unter diesen bornierten Verhältnissen im Arbeitsprozess Kooperierenden vollziehen dieses übergreifende ökonomische Moment ihrer als Nationen parzellierten Konföderationen der Produktivkräfte nach, unter anderem anhand des verkehrten Gedankens an natürlich gewachsene und durch unterschiedliche Rasseeigenschaften voneinander unterschiedene Bevölkerungen. Entsprechend formulierte der englische Ökonom Thomas Mann als führender Vertreter des Merkantilismus schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Wort vom englischen Blut, das den Charakter der überlegenen angelsächsischen Ökonomie ausmache, und die bis heute aktuelle Rede von der dritten Welt bringt Ähnliches zum Ausdruck. Die im globalen Maßstab enorme Ungleichheit unter der weltweiten Arbeitsteilung und die hierdurch bedingte vorgestellte Rassentrennung in den Köpfen des Weltproletariats. Die entwickelte kapitalistische Produktionsweise, die sich durch das Ensemble von planmäßig systematischer Anwendung der Wissenschaften auf den Produktionsprozess, eine durch das Maschinensystem vorgegebene Teilung der Arbeit und ein hohes Maß an vergesellschafteter Arbeit in Kooperation auszeichnet, besitzt eine weitaus höhere Produktivkraft der Arbeit als eine kaum entwickelte kapitalistische oder gar vorkapitalistische Produktionsweise, wie sie zumindest in ländlich geprägten Teilen Afrikas nach wie vor vorherrscht. Zitat Marx: Ein englischer und ein chinesischer Spinner zum Beispiel mögen dieselbe Stundenzahl mit derselben Intensität arbeiten, so werden beide in einer Woche gleiche Werte erzeugen. Trotz dieser Gleichheit besteht ein ungeheurer Unterschied zwischen dem Wert des Wochenprodukts des Engländers, der mit einem gewaltigen Automaten arbeitet, und des Chinesen, der nur ein Spinnrad hat. In derselben Zeit, wo der Chinese 1 Pfund Baumwolle, verspinnt der Engländer mehrere hundert Pfund. Zitat Ende. Weil aber die Waren auf dem Weltmarkt zu Durchschnittspreisen verkauft werden, rangieren die durchschnittlichen national gebündelten Arbeitskräfte des am wenigsten industrialisierten Kontinents auf dem Weltmarkt und hiermit ebenso im Alltag unter Wert. Auf dem Weltmarkt müssen sich die Bewohner des subsaharischen Afrikas bis heute auf die Zweige der Produktion, auf eine Stellung in der internationalen Arbeitsteilung beschränken, in der sie bestehen können, in der extraktiven Industrie und im landwirtschaftlichen Produktionsfeld. Sie konkurrieren dort mit einer Reihe anderer Länder, die unter ähnlich schlechten Bedingungen ihren Stoffwechsel mit dem Weltmarkt zu bewerkstelligen suchen und den im höchsten Grade automatisierten Industrien westlicher Länder, zum Beispiel im Falle des Fischfangs vor afrikanischen Küsten. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt Äthiopiens im Jahr 2016, nämlich 795 US-Dollar, stellt im Vergleich zum Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, das die USA im gleichen Zeitraum erwirtschaftete, nämlich 57.324 US-Dollar, in nackten Zahlen dar, was im Alltag häufig mit schwarzer Hautfarbe verknüpft wird, weil sozial erworbene Eigenschaften und von der Natur gegebene äußerliche Eigenschaften in der Phänomenologie des Alltags in eins fallen. Das ungleiche Verhältnis zwischen den Bewohnern der subsaharischen Regionen Afrikas, deren Entwicklung durch jahrhundertelangen Menschenraub, Ausrottung ganzer Gesellschaften und Plünderung der Rohstoffe behindert wurde, und den Bewohnern der Regionen, die von diesem Menschenraub, der Ausrottung und Plünderung profitierten, setzt sich bis heute fort. Afrika liefert mit billiger Schwerstarbeit und wohlfeilen Rohstoffen einen Beitrag zu den Spitzenleistungen der Bewohner der hochindustrialisierten Zentren. Einfache Arbeitskraft, unskilled labor, bildet unter der weltweit arbeitsteiligen Produktion die stoffliche Voraussetzung für die Verausgabung von zusammengesetzter Arbeitskraft, der skilled labor. Kein Chirurg wird operieren, bevor eine Putzkraft den Raum desinfiziert hat, und kein Product Engineer wird eine neue App launchen, bevor ein namenloser schwarzer Mensch
die für Smartphones nötigen seltenen Erden aus der harten Erde Afrikas gekratzt hat. Schwarze Arbeitskraft als durchschnittlich schlecht ausgebildete, billige oder gar unverkäufliche Ware tritt weißer Arbeitskraft als durchschnittlich gut ausgebildeter, relativ begehrter Ware auf dem Weltmarkt ebenso chancenungleich gegenüber wie ihre Träger im von Konkurrenz und finanzieller Vergleichung geprägten Alltag. Man kennt sie, die Sonnenbrillenverkäufer an den Stränden Südeuropas oder die Toilettenfrau auf dem Bahnhofsklo, bei deren Anblick mancher im Vorbeigehen denken mag, Gott sei Dank stecke ich nicht in deren Haut. Viele weiße Proletarier als potenzielle Pauper müssen das Ökonomische als bestimmendes Moment der gesellschaftlichen zweiten Natur des afrikanischen Subproletariats verdrängen, weil sie anhand des von ihnen verkörperten, deprimierenden Zustand der Menschenwelt ihr eigenes potenzielles Schicksal erblicken müssen. Nämlich das Damoklesschwert der permanent eintreten könnenden Nichtverwertbarkeit über ihren Häuptern. Das Schicksal der schwarzen Wretches, der Boat People, der Kleindealer, Hilfsarbeiter, Straßenhuren und flüchtenden Habenichtse aus dem Fernsehen. Die bedrückende Wirklichkeit des schwarzen Kontinents aufgreifend, den zum Gelingen des Alltags naheliegenden, realen, aber falschen Schein gedanklich nachvollziehend und die Seele entlastend, denkt manch weißer Proletarier, die Schwarzen sind zur qualifizierten Lohnarbeit und damit zum Aufbau und zur Kulturleistung offensichtlich nicht in der Lage. In Zeiten persönlich erlebter Krise und in Interessen und individuellen Motiven entsprechend radikalisiert sich dieser Gedanke häufig. Die Schwarzen sind den Weißen nicht ebenbürtig, sie sind nicht gleich. Im alltäglichen Denken wird das, was für die Regel gehalten wird, dem Einzelfall übergestülpt. Es sind dies Erscheinungen der globalen kapitalistischen Arbeitsteilung zu Ungunsten Afrikas, die sich unmittelbar auch in den Köpfen der weißen Lohnarbeiter widerspiegeln. Rassistisch verfestigt sich diese grobe Behandlung des Singulären häufig zu einer Aufklärungsresistenz, die neben materiellen und ideologischen auch noch psychische Ursachen hat. Der Rassismus, der die enormen ökonomisch-sozialen Unterschiede und Widersprüche naturalisiert, verspricht seelische Entlastung angesichts der sich in den Lebenslagen der Schwarzen zeigenden eigenen potenziellen Nichtverwertbarkeit. Wenn die relative Armut des schwarzen Kontinents der Natur geschuldet ist, wenn die Schwarzen zu Kultur, Reichtum und demokratischem Frieden von Natur aus unfähig oder minder begabt sind, dann kann der weiße Arbeitsmann aus der rassistischen Ideologie einen psychischen Gewinn ziehen, die ihm, wie adäquat auch immer, immer wieder zu Bewusstsein kommende und ängstigende eigene Lage, sein gesellschaftliches Dasein als Lohnarbeiter und damit virtueller Pauper, kann nun auf die Schwarzen projiziert werden. Die Vorstellung, dass die Lage der Schwarzen einer Natureigenschaft, ihrer Rassenzugehörigkeit geschuldet ist, hilft die Rückkehr des Verdrängten zu verhindern. Er kann gar nicht oder nicht so schlimm pauperisiert werden wie der Schwarze, weil die Pauperisierung ja der schwarzen Kulturlosigkeit entspringt. Die Lebenslage vieler Schwarzen ist das reale Schreckbild, die Inkarnation der eigenen Ängste vor der Deklassierung. In einer Welt, die vom Kapital in eine vor allem afrikanische Peripherie des gesellschaftlichen Chaos auf der einen Seite, Blödsinn. Ich mache den Satz mal von vorne. In einer Welt, die vom Kapital in eine vor allem afrikanische Peripherie der Nichtverwertbarkeit, der Lohnarbeitslosigkeit, der Armut und des gesellschaftlichen Chaos auf der einen Seite und ein europäisches respektive nordamerikanisches Zentrum der gelingenden Kapitalverwertung, der Lohnarbeit, der Ordnung und der relativen Wohlfahrt auf der anderen Seite verwandelt worden ist, bleibt die auf dem afrikanischen Kontinent am häufigsten vertretene Hautfarbe für viele ein Stigma der Wertlosigkeit des sogenannten Untermenschen an sich. Der Rassismus hält sich nicht bloß wegen dieses Fetischismus so hartnäckig, sondern auch wegen seiner psychischen Funktionalität, seiner Wirkung als Psychopharmaka. So, jetzt kommt der zweite Teil.
Zweiter psychoanalytischer Teil. Die heutige bürgerliche, zivilisierte Welt ist eine Welt der Trennungen und der entsprechend falschen Gegensätze im Denken und Handeln ihrer Mitglieder. Diese Trennungen und falschen Gegensätze sind jedoch nicht rein gedanklichen Ursprungs, sondern fußen auf der grundlegenden Trennung der Produzierenden von den zum Leben notwendigen Produktionsmitteln. Der aufgrund dieser Trennung in einer grundsätzlich freien Entfaltung der eigenen Wesenskräfte und wirklichen Befriedigung seiner multiplen Bedürfnisse behinderte, als Rädchen im ökonomischen Betrieb entfremdet arbeitende Mensch, teilt sich im praktischen Alltag auf. Die objektiven Zwecke der Verwertung des Kapitals gehen seinen subjektiven Zwecksetzungen voraus. Die Proletarisierten müssen diesen fremden Zwecken für die Dauer des Arbeitsprozesses ihren eigenen Willen unterordnen und sind gezwungen, unterschiedliche Rollen zu spielen. Während der Lohnarbeit als technokratischer Vertreter fremder Interessen und heißblütiger Liebhaber in der romantischen Privatheit zugleich. Als Hausfrau, Knecht der Kindererziehung und die Lust der Männer reizendes Sexobjekt in einer Person. Als Patriarch, Ernährer und Vorstand der Familie und gleichzeitig liebender Vater, der Verständnis zeigt für die Selbstverwirklichung seiner Frau. Wer einen romantischen, vielleicht sogar erotischen Abend mit der Partnerin oder dem Partner plant, sollte zuvor die Anspannungen und Schmerzen des Arbeitsalltags beiseite schieben, sie nicht ins Private hinein verlängern und so das gewünschte romantische Beisammensein behindern. Das Ganze vice versa. Wer die romantischen und sexuellen Bedürfnisse, die in den eigenen vier Wänden nicht befriedigt werden können, am Arbeitsplatz mit Kundinnen, Klienten oder Untergebenen auszuleben versucht, wird auf kurz oder lang in Schwierigkeiten geraten und tendenziell scheitern. Durch den modernen Mensch geht ein Riss hinein in die Untiefen seiner Seele, der seinen Ursprung in der materiellen Wirklichkeit des gesellschaftlichen Seins hat. Er ist ein selbstsüchtiger Bourgeois, der bei Gelegenheit alle für sein Vorankommen hinderlichen Konventionen außer Acht lässt und ein selbstloser, um das Allgemeinwohl besorgter Citoyen. Er ist der Mensch des Alltags, der sich selbst für die Zwecke anderer verdinglichen muss und der allgemeine Mensch des bürgerlichen Rechts, der dies selbstverständlich von allen anderen erwartet. Zitat Marx: Wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur im Gedanken, im Bewusstsein, sondern in der Wirklichkeit, im Leben, ein doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben. Das Leben im politischen Gemeinwesen, worin er sich als Gemeinwesen gilt, und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die anderen Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte wird. Zitat Ende. Bourgeois und Citoyen werden mit sich selbst niemals identisch. Ihre Bewegung ist die der schmerzhaften Abstoßung und lustvollen Anziehung zwischen den Polen, die eine im Gesamten unbefriedigende Existenz als Arbeitskraftbehälter, als Mittel zum Zweck anderer, als potenzieller Pauper bestimmen. Diesen falschen Trennungen folgend gestalten sich auch die Triebstruktur und das dieser Triebstruktur entsprechende sexuelle Begehren. Was den multiplen Rollen, denen im Alltag entsprochen werden muss, nicht entspricht, gar die Erfüllung dieser Rollen konterkariert, unterliegt einem Tabu, der an diesem Tabu ausgerichteten Moral und Gesetzgebung und der bis in die Psyche der Individuen hineinreichenden gesellschaftlichen Konventionen. Das nicht regelkonforme, die asozialen Anteile des menschlichen Triebbündels müssen unterdrückt und ins Peinliche und Heimliche des Vor- und Unbewussten abgeschoben werden, wie der Drang nach Bummelei, erfüllter Romantik, ausgelebten Sadismus und infantiler Verspieltheit während des täglichen Lohnarbeitsprozesses. Doch was verdrängt wird und trotzdem weiter besteht, muss auch im Alltagsbewusstsein weiterhin peinlich Befriedigung einfordern, auch wenn die Tabus, die Wünsche nach radikaler Vermeidung unmittelbarer Unlust und sofortiger Triebbefriedigung nur in abgewandelter, konformer, verkleideter Form, aber unter der prinzipiellen Wahrung des Charakters des ursprünglichen Wunsches, an die Oberfläche des Denkens und Handelns treten lassen. Dies ist eine der bestimmenden Antriebe für die projektiven Fantasien, die Menschen voneinander hegen.
Der moderne Mensch ist prinzipiell unzufrieden mit sich und seiner Lebenssituation und deswegen kann er vielfach die anderen nicht nach ihrer Fasson leben lassen, muss ihnen in alle Bereiche ihres Lebens hineinregieren, immer wieder aufs Neue definieren, was normal ist und was als unnormal zu gelten hat. Sein Denken ist bestimmt von der permanenten Mutmaßung über das Wesen und die Motive seiner Mitmenschen, weil er ihrer bedarf als potenzielles Mittel seiner verworfenen Zwecke. Sigmund Freud gibt ein Beispiel für die Zwiegestalt der permanenten Anziehung und Abstoßung im Sexuellen. Sein Beispiel handelt von einer Frau und einem Mann, die aufgrund der definierten gesellschaftlichen Rolle ihres Gegenübers und der entsprechend internalisierten Tabus die verworfenen, asozialen und schambedingenden Anteile der eigenen Sexualität nicht im Ehebett ausleben können und dort impotent bzw. frigide bleiben. Zitat Freud: Das Liebesleben dieser Menschen bleibt in die zwei Richtungen gespalten, die von der Kunst als himmlische und irdische oder tierische Liebe personifiziert werden. Wo sie lieben, begehren sie nicht. Und wo sie begehren, können sie nicht lieben. Sie suchen nach Objekten, die sie nicht zu lieben brauchen, um ihre Sinnlichkeit von ihren geliebten Objekten fernzuhalten. Und das sonderbare Versagen der psychischen Impotenz tritt nach den Gesetzen der Komplexempfindlichkeit und der Rückkehr des Verdrängten dann auf, wenn an dem zur Vermeidung des Inzest gewählten Objekt ein oft unscheinbarer Zug an das zu vermeidende Objekt erinnert. Aus der langen und schwierigen Entwicklungsgeschichte des Triebes heben sich sofort zwei Momente hervor, die man für solche Schwierigkeit verantwortlich machen könnte. Erstens ist infolge des zweimaligen Ansatzes zur Objektwahl mit der Zwischenkunft der Inzestschranke das endgültige Objekt des Sexualtriebes nie mehr das ursprüngliche, sondern nur ein Surrogat dafür. Die Psychoanalyse hat uns aber gelehrt, wenn das ursprüngliche Objekt einer Wunschregung infolge von Verdrängung verloren gegangen ist, so wird es häufig durch eine unendliche Reihe von Ersatzobjekten vertreten, von denen doch keines voll genügt. Dies mag uns die Unbeständigkeit in der Objektwahl, den Reizhunger erklären, der dem Liebesleben der Erwachsenen so häufig eigen. Zitat Ende. Die zur Sphäre von Familie und Lohnarbeit komplementären Refugien, in denen eine Annäherung an die Befriedigung der tabuisierten Teile des menschlichen Triebbündels als warenförmiger Sex bewerkstelligt werden können, bieten der Rotlichtbezirk und das Internet. Hier können geheime Wünsche als Rollenspiel oder Travestie ausgelebt werden, deren narzisstische Exekution im Alltag für viele einen erzwungenen Aufenthalt in der Psychiatrie bedeuten würde. Eine weitere Zuflucht findet das Bündel unbefriedigter Bedürfnisse in der alltäglichen Projektion des eigenen Unterdrückten und der Unterschiebung eigener Motive in die vermuteten Verhaltensweisen, gar Rasseeigenschaften der anderen. In der westlichen Welt wurde die Rolle der Projektionsfläche für unterdrückte sexuelle Triebregungen traditionell den Juden zugedacht, deren grausamer Gott des Alten Testaments vermittels der archaisch anmutenden Riten seine Anhänger, die Mitglieder einer christlichen Mehrheitsgesellschaft, zur blühenden Fantasien über die vermeintliche sexuelle Gewalttätigkeit der Juden und deren Blutsadismus ermunterte. Der Stürmer, das Wochenblatt des antisemitischen Lüstlings Julius Streicher, das von der Anklage des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse treffend als pornografisches Hetzblatt bezeichnet wurde, ist hierfür ein gutes Beispiel. Nach den Juden bieten Schwarze und sogenannte Zigeuner bis heute eine willkommene Angriffsfläche für neurotisches, pathische Unterstellungen und projektive Fantasien. Der Psychoanalytiker Otto Fenichel schrieb zur Wesensverwandtschaft von Antisemitismus und Rassismus Folgendes: Aber die Neger besitzen ein anderes Merkmal, das sie als Sündenböcke geeignet erscheinen lässt. Sie sind schwarz. Auch die Juden wurden von Antisemiten wegen ihrer kulturellen oder körperlichen, rassischen Besonderheiten geschmäht. Ihr Haar ist häufig schwarz, auch wenn ihre Haut dies nicht ist. Darüber hinaus erscheinen sie in ihren Sitten und Gebräuchen, in ihrer Sprache und in ihrem eng mit dem Gottesdienst verbundenen Alltagsleben als fremdartig. Diese Fremdartigkeit teilen sie mit den Armeniern, den Negern und den Zigeunern.
Darin liegt das Geheimnis, das andere glauben machte, sie seien bösartige Übeltäter. Die herrschenden Mächte und jene, die zum eigenen Menschenschlag gehören, verdächtigt man nicht. Die anders aussehen, sich anders ausdrücken und benehmen, können zu allem in der Lage sein. In diesem Sinn steckt ein Körnchen Wahrheit in der häufig von Antisemiten vertretenen Behauptung, am Antisemitismus sind die Juden selbst schuld, weil ihr Verhalten provokativ ist. Dem muss jedoch hinzugefügt werden, dass nicht die schlechten Manieren der Juden provokant sind, sondern ihre besondere Fremdartigkeit. Zitat Ende. Diese Fremdartigkeit des empirischen Schwarzen besteht jedoch nicht ausschließlich in dunkler Hautfarbe und krausem Haar, sondern in einer Mehrzahl der Fälle aus einem subproletarischen Gepräge, dem im Wortsinne eigenartigen Habitus derjenigen, denen es gelungen ist, aus den verarmten Regionen dieser Welt zu entkommen, die durchschnittlich unter den schlechtesten Voraussetzungen in die zwischenmenschliche Konkurrenz traten, derjenigen, die sich hierzulande auf den billigen Plätzen durchschlagen müssen und deren alltägliche Sorgen und Nöte den allermeisten viel fremder sein dürften als ihr Äußeres. Dass man schwarzen Menschen eine vorzivilisatorische Wildheit, eine urwüchsige Potenz, die entsprechenden Geschlechtsmerkmale und einen ursprünglichen, unverstellten Zugang zu den Quellen sexueller Lust unterschiebt, geschieht nicht zufällig. Diese Projektionen speisen sich auch aus der verkümmerten Wahrnehmung des historischen Fakts, dass afrikanische Menschen den Weltmarkt als Sklavenware, als wertlose Untermenschen betraten und aus Gesellschaften stammten, die den Entwicklungsgrad der europäischen Nationen zum Zeitpunkt des Beginns der transatlantischen Sklaverei noch nicht erreicht hatten. Dass sich die ehemaligen Sklavennationen nach wie vor in einem verheerenden Zustand befinden, der aufgrund der bestehenden ökonomischen Schranken so schnell nicht aufgehoben werden kann, verleitet die Projizierenden erneut zum interessierten Missverständnis, Schwarze hätten sich aufgrund ihrer Rasseeigenschaften bis heute nicht geändert, wären zu disziplinierter Arbeit, gesellschaftlichem Aufbau und demokratischem Frieden nicht in der Lage. Viele erblicken an ihnen Aspekte ihrer eigenen, unbegriffenen Vorgeschichte, deren reale und vorgestellte, auch das sexuelle bestimmende Gebräuche sie unter dem Dampfhammer der kapitalistischen Maschinerie zu verdrängen und fürchten gelernt haben. Die Negrophobie ist auch das Ergebnis einer falschen Schlussfolgerung, der Vorstellung nämlich, dass kein wirklich menschliches Wesen das Elend aushalten kann, das in weiten Teilen Afrikas vorherrscht. So kann nur leben, wer noch ein halbes Tier ist, lautet die Unterstellung. Und immer wieder fragen sie, wer hat ihn denn, den ungehemmten animalischen Sex, von dem überall die Rede ist und der uns verwehrt bleibt? Die Antwort der Negrophoben, die von vielen verstanden wird, lautet: Der Neger, der sich nicht um Sitte und Moral schert, weil derlei nicht seiner unterlegenen Rasseeigenschaft entspricht. Die Filmkunst bietet uns ein fassliches Beispiel, wie ökonomische Inferiorität und sexuelle Grenzüberschreitungen in projektiven Gedanken immer wieder traumwandlerisch zueinander finden. Die vierte Folge der zweiten Staffel des Arbeiter-Epos Rote Erde 2 des Regisseurs Klaus Emmerich handelt von der heftigen Affäre des arbeitslosen Bergmanns Max Kruska mit der schönen Tochter Laura des örtlichen Grubenbesitzers. Der sozial deklassierte und von der Massenarbeitslosigkeit der 1920er Jahre Betroffene kann zunächst nicht begreifen, warum die hohe Dame die Schranken der sozialen Konventionen überschreitet und zu seinen Gunsten die romantischen Avancen eines schmucken Offiziers in den Wind schlägt. Seine Angebetete dagegen ist ganz verrückt nach ihm und es wird schnell deutlich, dass eines ihrer Motive für die Verbindung mit dem grobschlächtigen Underdog die Provokation und Rebellion gegen ihren übermächtigen Vater ist. Nach einem Tanzabend, bei dem sich Max Kruska mit einem Nebenbuhler heftig geprügelt hatte, flieht das junge Paar aus dem Tanzlokal hinein in die dunkle Nacht. Auf dem Heimweg schützen sie sich vor einem beginnenden Regenschauer in einem kleinen Stall. Dort beginnen sie eine heftige Küsserei. Max Kruska, der stark alkoholisiert ist und immer noch aus der Nase blutet, wirft Laura mit einem Schwung auf einen der umherliegenden Strohballen und zerreißt dabei ein Stück ihres Abendkleides. Auf dem Strohballen liegend fordert Laura ihren Liebhaber zum Geschlechtsverkehr auf.
Vergewaltige mich doch endlich. Das ist doch bei euch so üblich. Die guten Manieren des Offiziers haben sie kalt gelassen. Die attraktiven Tanzpartner, die ihr Vater für sie vorsah, lehnte sie ab. Aber ein ungehobelter, nach Schweiß, Blut, Tabak und Alkohol stinkender, arbeitsloser Kneipenschläger provozierte ihre leidenschaftliche Fantasie der sexuellen Grenzüberschreitung und Triebbefriedigung. Franz Fanon beschreibt dieses sexualpsychologische Syndrom unter der ökonomisch-sozialen Totalität, in dem rassistische Projektionen schon angelegt sind, wie folgt. Zitat Franz Fanon: Fantasiert die Frau die Vergewaltigung durch einen Neger, so ist das gewissermaßen die Erfüllung eines persönlichen Traums, eines geheimen Wunsches. Indem die Frau das Phänomen der Wendung gegen die eigene Person realisiert, vergewaltigt sie sich selbst. Den sicheren Beweis dafür finden wir in der Tatsache, dass es nichts Außergewöhnliches ist, wenn die Frauen während des Koitus zu ihrem Partner sagen: Tu mir weh. Sie bringen damit lediglich folgende Idee zum Ausdruck: Tu mir weh, so wie ich es täte, wenn ich an deiner Stelle wäre. Zitat Ende. Die Lügengeschichten über Schwarze, die eine Frau oder ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt hätten, die regelmäßig vor Gerichten als solche entlarvt werden, auch wenn dies im realen Leben selbstverständlich auch vorkommt, bieten nur wenig Spielraum für eine Deutung ihrer psychischen Dimension. Wer fälschlicherweise vorgibt, er wäre von einem Schwarzen oder einem Flüchtling vergewaltigt worden, hätte es auch gerne so gehabt. Neben der wichtigen Funktion als politisches Kampfmittel bietet der von sexuellen Unterstellungen geprägte Rassismus gegen Schwarze ein seelisches Ventil für viele in der Ausübung ihrer eigenen Sexualität gehemmte Menschen. In den unterschiedlichen Typologien rassistischer Denkweisen spielt die von Fanon beschriebene Wendung gegen die eigene Person eine bedeutende Rolle und der Inhalt der sogenannten Interracial Pornografie bietet hierfür vielgestaltige Belege. Die masochistische Hingebung einer weißen Frau einem im Sexuellen als beherrschend vorgestellten Schwarzen kann auch vom Mann vollzogen werden, indem bei ihm unterdrückte homosexuelle und masochistische Anteile mit der Nekrophobie eine Liaison eingehen. Die vorbewusste Aufforderung an den Schwarzen lautet in einer der unzähligen Varianten nicht »Tue mir weh«, sondern »Tue der weißen Frau weh, wie ich es täte, wenn ich es dürfte«. Im Internet ist diese Vorliebe unter dem Label der Interracial Cuckold Pornography zu finden, deren stereotype Inszenierungen darin bestehen, dass eine weiße Frau von einem oder mehreren schwarzen Männern vergewaltigt wird, während der passive oder aktiv mittuende Ehemann zum Hahnrei gemacht und in einer weiteren Eskalationsstufe noch dazu entmannt wird, indem er nach dem Koitus das Sperma des schwarzen Mannes aus der Vagina seiner vergewaltigten Frau lecken muss. Die Fülle dieser Fantasien, die sich immer wieder um den durchschnittlich größeren Penis schwarzer Männer, ihre angenommene Triebhaftigkeit, Potenz und vorgestellte Neigung zum brutalen Analverkehr, von Rassisten häufig pseudowissenschaftlich verbrämt als quasi primitive Verhütungsmethode, verweisen auf die Vielgestaltigkeit der vorbewussten Bilder. Bei manchen provozieren schwarze Menschen Anziehung, Angst, Abstoßung, sadistische Wünsche und alle Vermittlungsschritte zwischen den Extremen zugleich. Entsprechend verworren, inkohärent und den buntscheckigsten Launen unterworfen, artikuliert und verhält sich der Nekrophobe, sobald er mit schwarzen Menschen konfrontiert wird. Er droht zwischen den peinlichen Nötigungen seines Triebbündels und den widerstreitenden Ansprüchen einer am ökonomischen Verwertungsinteresse des Kapitals ausgerichteten Moral, verrückt zu werden. Er bewegt sich wie die bürgerliche Gesellschaft als Ganzes permanent am Rande des Abgrunds, auf dem schmalen Grat zwischen den unkontrollierbaren Gravitationszentren, die die Prekarität seiner bemitleidenswerten Bedürfnisökonomie bestimmen. Er gleicht darin dem Antisemiten, der den Juden eine höhere Intelligenz und die Fähigkeit zur geheimen Manipulation der Gesellschaft zu egoistischen Zwecken unterstellt, sie für diese bloß vorgestellten Fähigkeiten beneidet und sie gleichzeitig dafür verfolgt und blutig zu strafen trachtet. Für Nekrophobe und Antisemiten gilt häufig dasselbe Phantasma. Zitat Fanon:
Die Regierung und die Verwaltung werden von Juden belagert, unsere Frauen von den Negern. Und noch ein Zitat von Franz Fanon. Jede geistige Errungenschaft erheischt einen Verlust des sexuellen Potenzials. Der zivilisierte Weiße bewahrt die irrationale Sehnsucht nach Zeiten außergewöhnlicher sexueller Freiheit, orgiastischer Szenen, ungestrafter Vergewaltigungen, nicht unterdrückten Inzests. Diese Fantasien entsprechen in gewissem Sinne Freuds Lebenstrieb. Indem der Weiße seine Absichten auf den Neger projiziert, verhält er sich, als ob der Neger sie wirklich hätte. Wenn es sich um den Juden handelt, ist das Problem klar. Man misstraut ihm, denn er will alle Reichtümer besitzen oder die Befehlsstellen einnehmen. Der Neger dagegen ist an das Genitale fixiert, oder zumindest hat man ihn daran fixiert. Zwei Bereiche, das Intellektuelle und das Sexuelle. Der Denker von Rodin im Zustand der Erektion, ein Bild, das schockiert. Man kann nicht überall den starken Mann spielen. Der Neger stellt die biologische Gefahr dar, der Jude die intellektuelle Gefahr. Zitat Ende. Schon während der transatlantischen Sklaverei war die Kastration sich widersetzender Sklaven üblich und auch die Lynchmorde, die in den USA noch lange nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei regelmäßig stattfanden, waren häufig geprägt von einer Obsession der Täter, die sich an den Geschlechtsorganen ihrer schwarzen Opfer entzündete. Der 16-jährige Afroamerikaner Jesse Washington, der 1916 im texanischen Waco gelyncht wurde, nachdem man ihm die Ermordung einer weißen Frau vorwarf, musste vor der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen Kastration erdulden, während 15.000 weiße Menschen dieses fürchterliche Waco-Barbecue fasziniert verfolgten. Von diesem Schauspiel wurden Fotos angefertigt, die anschließend als Postkarten auf Jahrmärkten und Bahnhöfen verkauft wurden. Ähnlich Offensichtliches zeigte der Fall des 14-jährigen Emmett Till, der 1955 in Money, Mississippi gelyncht wurde, weil er sich bei einer gleichaltrigen weißen Verkäuferin eines Krämerladens mit einem saloppen Bye Baby verabschiedet haben soll. Alleine ein Verdacht, der Nigger Emmett, dieser minderwertige Boy, könne sich einem weißen Mädchen sexuell angenähert haben, provozierte sie zu Folter und Mord an einem Minderjährigen. Doch auch wo kein KKK oder eine offen rassistische Partei gesellschaftlichen Einfluss innehat, bleibt die permanente Unterstellung, Schwarze würden sich sexuell aggressiv und primitiv verhalten, virulent. Die entsprechende Türpolitik vieler Diskotheken, Schwarze und Dunkelhäutige nicht hereinzulassen, kennen viele aus dem eigenen Erleben. Auch hier lautet die leicht zu dekodierende Argumentation häufig, dass so auf den Schutz der anwesenden Frauen geachtet werde. Uri Jallo, der Asylbewerber aus Sierra Leone, ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Land war, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Uri Jallo, der Asylbewerber aus Sierra Leone, wurde bestimmt kein zufälliges Opfer der Dessauer Polizei, nachdem er, nach deren Angaben, betrunken und unter Drogen stehend deutsche Frauen sexuell belästigt haben soll. Die Vermutung liegt nahe, dass seine Mörder sich auch als vermeintliche Beschützer weißer Frauen aufspielten, als sie ihn verprügelten und anschließend verbrannten, ihn also ebenso behandelten wie die bigotten Lynchmörder des Jesse Washington oder Emmett Till. Die Tatsache, dass in derselben Zelle, in der Uri Jallo ermordet wurde, schon Jahre zuvor zwei Obdachlose unter ungeklärten Umständen sterben mussten, lässt vermuten, dass sich die Täter von der am Verwertungsinteresse des Kapitals gemessenen, relativen Wertlosigkeit ihrer Opfer zu ähnlicher Gewalt verleitet sahen, wie vom Anblick des schwarzen Mannes. So, wir kommen zum politischen Teil. Dritter politischer Teil. In den entwickelten kapitalistischen Industriestaaten übersteigt seit den 1970er Jahren die Sterberate die Geburtenrate. Die Gründe hierfür sind wesentlich
in den vom spezifisch kapitalistischen Produktionsprozess bedingten Lebensumständen der Lohnarbeiter, insbesondere der Lohnarbeiterinnen, zu suchen. Einerseits entfällt unter dem Staatswesen vieler Industrienationen die Notwendigkeit der Altersvorsorge durch die Geburt möglichst vieler Kinder und andererseits senkt Bildung die Bereitschaft der Frauen, die Mühsal auf sich zu nehmen, die eine Geburt und die Aufzucht von Kindern unter den bestehenden Verhältnissen bedeutet. Deswegen übersteigt die in Zeiten von Prosperität ansteigende Nachfrage nach Arbeitskraft häufig das Angebot, dass die einzelnen Bevölkerungen aus sich heraus zu decken imstande sind. Dieser Mangel kann nicht immer alleine durch die zunehmende organische Zusammensetzung des Kapitals, durch die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit kompensiert werden. Eine solche, das Angebot an Arbeitskräften übersteigende Nachfrage führt zu steigenden Löhnen. Steigen die Löhne, kann dies zwei unterschiedliche Resultate haben. Erstens, die Löhne steigen weiter, weil ihre Erhöhung den Fortschritt der Kapitalakkumulation nicht stört. Oder zweitens, die Kapitalakkumulation erschlafft infolge der gestiegenen Löhne, weil der Stachel des Gewinns abstumpft. Es folgt ein Fall der Profite. Die Nachfrage nach Arbeitskraft nimmt wieder ab. Damit ist das grundsätzliche Problem des mangelnden Angebots an Arbeitskraft aber nicht auf Dauer beseitigt, weil der drohende Anstieg der Arbeitslöhne im Fall sinkender Geburten und steigender Sterberaten keineswegs von der Seite der Nachfrage des Kapitals, sondern von der absoluten Abnahme der Angebotsseite ausgeht. Zwar sinkt mit alarmender Akkumulation auch nach und nach die Nachfrage, das heißt der Grund steigender Löhne verschwindet, aber aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit der in Nationen gebündelten Kapitale auf dem Weltmarkt und aus innenpolitischen Rücksichtnahmen ist es besser, wenn dieser Fall nicht eintritt. Diesem demografischen Problem, dem Mangel an menschlicher Arbeitskraft in Zeiten der Prosperität, kann auf zweierlei Wegen abgeholfen werden. Durch Zuwanderung oder durch die Förderung der Gebärfreudigkeit der schon ansässigen Frauen. Da aber selbst nach einer, wie auch immer herbeigeführten, schlagartig einsetzenden Steigerung der Geburtenrate der unmittelbare, kurzfristige Bedarf nicht behoben wäre, wird in Deutschland die einzig verbleibende Möglichkeit umgesetzt. Die Geflüchteten, die einen Bleibestatus erhalten, werden längst in den hiesigen Arbeitsmarkt integriert. Als Angela Merkel im Sommer 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ihren Teil dazu beitrug, dass die Grenzen nicht geschlossen wurden und eine große Anzahl Geflüchteter vorerst im sicheren Deutschland ankommen durfte, handelte sie nicht nur entsprechend dem moralischen Gebot zu helfen, wenn man kann, sondern durchaus zweckrational als Charaktermaske des ideellen Gesamtkapitalisten. Sie nutzte die Gelegenheit, die sich bot. Mit der Entscheidung, die Grenzen offen zu halten, legte sie den Grundstein zur realistischen und nicht utopischen Lösung des Fachkräftemangels, auch wenn mit den Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und den subsaharischen Zonen Afrikas kaum fertig ausgebildete Fachkräfte nach Deutschland kommen. Die 40.000 Geflüchteten, die in den letzten 3 Jahren auf den deutschen Arbeitsmarkt gelangten, verschaffen dem deutschen Kapital den lang ersehnten Spielraum. Die angestammten subalternen Proletarisierten können nun fortgebildet werden. Tausende neue Facharbeiter erklimmen die Klassenleiter, während die am wenigsten Gebildeten unter den neu dazugekommenen die billigen Plätze innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung einnehmen. Entgegen der typischerweise auf die Einzelkapitale fixierten Auffassung bürgerlicher Ökonomen ist der Profit, den sich ein Kapital aneignet, nicht bloß durch die Bedingungen dieses einzelnen Unternehmens bestimmt, sondern durch einen komplizierten, hinter dem Rücken der Einzelkapitale sich vollziehenden gesellschaftlichen Bildungsprozess. Die Größe des Profits, den ein Unternehmen sich aneignet, ist nur ausnahmsweise und zufällig identisch mit den in diesem Unternehmen produzierten Mehrwert. Der individuelle Beitrag eines Kapitals zur Mehrwertbildung und der von ihm angeeignete Beitrag können sogar ganz auseinanderfallen, sodass ein Kapital keinen Mehrwert produziert, sich diesen aber aneignet. Im Durchschnitt und der Tendenz nach, um das mehr oder weniger dreht sich die Konkurrenz, eignen sich die Kapitale den Durchschnittsprofit an. In der Durchschnittsprofitrate wird der Mehrwert, den alle Mehrwert produzierenden Kapitale aus ihren Lohnarbeitern auspumpen,
bildlich gesprochen, in einen Topf geworfen. Gleichgültig, ob sie viel oder wenig konstantes Kapital anwenden oder hoch- oder niedrig qualifizierte Arbeiter beschäftigen oder ob die von ihnen produzierten Waren Wert und Mehrwert enthalten. Die gesteigerte Ausbeutung der Arbeitskraft der Geflüchteten, gleichgültig ob als qualifizierte Arbeit oder kaum qualifizierte Arbeit, bedeutet also einen allgemeinen Nutzen für die deutsche Volkswirtschaft. In Zeiten, in denen jedes Land verstärkt darum bemüht sein muss, die Auspressung des Mehrwerts zu steigern und die Verluste, die während der sogenannten Finanzkrise weltweit gemacht wurden, auf die Gesamtkapitale anderer Länder abzuwälzen. Die Geflüchteten bieten nicht nur zusätzliche, einfache Arbeitskraft. Ihr Hineinströmen in den Arbeitsmarkt bedingt auch eine gesteigerte Konkurrenz im Billiglohnbereich. Das politische Schüren von Ressentiments gegen Geflüchtete, das populistische Ausnutzen von Ängsten verschafft dem Kapital weitere Mittel zur fortgesetzten, effizienten Ausbeutung. Ein Arbeiter, der seinesgleichen aufgrund einer Andersartigkeit nicht als seinesgleichen erkennt, wird deren Angelegenheiten nicht als die eigenen begreifen und kaum lernen, den gemeinsamen Kampf zur Verbesserung der Lage zu führen. Anders formuliert: Dort, wo die realen Verschiedenheiten der Lohnarbeiterklasse ideologisch als wesentliche und unaufhebbare Unterschiede fixiert werden, ist kein oder nur ein beschränkter Klassenkampf führbar. Dass die Reaktionären bestimmte ökonomische Fakten ignorieren und immer wieder den vergleichsweise niedrigen Ausbildungsstand vieler Geflüchteter bemängeln und so tun, als würden diese der deutschen Wirtschaft nichts nützen, sondern nur Kosten verursachen, entspricht nicht nur einem populistischen Kalkül und der weit verbreiteten fetischistischen Denkweise in falschen Widersprüchen, zum Beispiel dem vorgestellten, zwischen der angeblich ausschließlich benötigten Skilled Labor und der vermeintlich unnötigen Unskilled Labor. Die zur fortgesetzten Akkumulation von Kapitalnötige, stetig voranschreitende Ausweitung der Produktion, bedingt eine permanente zusätzliche Zergliederung der Arbeitsprozesse. Für die einhergehende Intensivierung der Arbeit, die erzwungene weltweite Mobilität, auch der wahre Arbeitskraft, sowie die rasch voranschreitende Vernetzung über alle bisherigen Grenzen hinweg, hat sich niemand wirklich frei entschieden. Die tendenzielle Multikulturalität des Kapitals wird, wie all seine Bewegungen, hinter dem Rücken der Menschen und von Staats wegen mit Gewalt durchgesetzt, während die einhergehende größere reelle Mobilität auf der Seite des Kapitals für die absolute Mehrheit der Proletarisierten rein ideell bleiben muss. Das Kapital vergrößert den Kreis der voneinander unterschiedenen Arbeiten, weitet den Zirkel der Konsumtion aus und setzt immer größere Massen an Proletarisierten in zusätzliche Bewegung. Das Kapital hetzt das Weltproletariat aus der lokalen Borniertheit überholter Lebensweisen über alle nationalen und kulturellen Schranken hinweg. Enteignete ländlicher Weltregionen, verarmte Bauern und Wanderarbeiter, die die Elendsquartiere der Städte füllen, ebenso wie die relativ saturierten Leistungsträgerinnen und Spitzenkräfte der prosperierenden Zentren, die ein Leben als privilegierte Lohnarbeitsnomaden und den regelmäßigen Wechsel des Wohnorts als normal akzeptieren müssen. Die Individuen sind nicht nur durch den zunehmenden weltweiten Austausch von Waren und die allgemeine Konkurrenz in verstärkte Beziehung zueinander gesetzt, sondern auch durch den sich permanent steigernden direkten Kontakt mit Fremden und die Notwendigkeit zur Kooperation mit eben diesen. Flexibilität, Eigeninitiative, Kontaktfreudigkeit, die Bereitschaft zum Erlernen neuer Sprachen und das Ertragen der Unterschiede sind die wichtigsten Tugenden eines sich ausdehnenden Weltmarkts, die von immer größeren Teilen der Lohnarbeiterklassen als Kompetenzen abverlangt werden. Mit der einhergehenden Verbesserung der Arbeitskraft vermehren sich jedoch nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch im gleichen Maße die Bedürfnisse. Einerseits dienen die Proletarisierten als Funktionsträger einer immer größer werdenden Anzahl von Teiloperationen und erleiden die entsprechenden Beschädigungen. Manche machen dicht, reagieren auf die schmerzhaften Anforderungen nekrophob mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. Andererseits treiben die neuen, verfeinerten Bedürfnisse, die
zusammengesetzten Leidenschaften, viele zunächst ideell, aber auch ganz praktisch, über die begrenzenden Klassenverhältnisse hinaus. Ihnen ist die Multikulturalität, das Beisammensein mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, die Neugier auf das Fremde, die Anteilnahme am Schicksal der anderen längst zum Bedürfnis geworden. Unter den sich bis heute sukzessive durchsetzenden weltweiten Verhältnissen des relativen Mangels wird die für das Kapital notwendige Limitierung solcher von ihm selbst geschaffener Bedürfnisse zunehmend als Entfremdung wahrgenommen. Die soziale Macht, das heißt die vervielfachte Produktionskraft, die nur durch das Zusammenwirken der Individuen unter der Teilung der Arbeit existiert, tritt den Individuen nicht als ihre eigene, vereinte Macht, sondern als eine außenstehende, unabhängige Macht entgegen, deren Wollen und Wirken nicht vorhergesehen werden kann. Die kapitalistische Produktionsweise, nicht nur gefasst als Produktion von Waren, sondern auch als die individuelle und gesellschaftliche Produktion von neuen Menschen, sowie die hieran anschließende Bearbeitung der Menschen durch die Menschen, ist in sich widersprüchlich und entwickelt sich nur durch Widersprüche hindurch, weil sie auf der grundsätzlichen Trennung einer Mehrheit der Menschen von den Produktionsmitteln fußt. In den juristischen, religiösen, künstlerischen, philosophischen und politischen, kurz ideologischen Formen werden sich die Menschen dieser realen, prozessierenden Widersprüche zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen bewusst und fechten sie aus. Die entsprechende Politik ist niemals eine Politik für alle, weil die Interessen der Menschen als tendenziell von ihrer Klassenzugehörigkeit bestimmte Individuen notwendig widerstreiten. Die unterschiedlichen politischen Inhalte entsprechen nicht bloß den nach Klassenzugehörigkeit voneinander unterschiedenen Interessen und Perspektiven auf die durchs Ökonomische geprägten gesellschaftlichen Verhältnisse. Eine solch ökonomistische Reduktion würde verkennen, dass Menschen nicht in der ihnen zugewiesenen Funktion als Träger einer spezifischen Arbeitskraft aufgehen, dass ihre Vorstellungen von der Gesellschaft nicht nur verkehrt und das Resultat fetischistischer Gedanken sind, sondern auch Ergebnis von Einsichten, empirischen Erfahrungen und Spekulationen, die unter ganz unterschiedlichen Vorbedingungen zustande kommen. Die deutsche Nationalökonomie benötigt zusätzliche Arbeitskräfte. Trotz aller Anwerbungsversuche der letzten Jahre sind Geflüchtete offensichtlich die einzigen, die in nennenswerter Zahl nach Deutschland kommen werden. Diejenigen, die dies eingesehen haben und nach pragmatischen Lösungen suchen, stehen im Widerspruch zu denen, die in den Geflüchteten zuvorderst Konkurrenten und eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden sehen. Die von Befürwortern der Zuwanderung geführte Rede von den ausländischen Fachkräften, den menschlichen Goldstücken, die zu uns kommen und die Gesellschaft bereichern sollen, ist auch dem Versuch geschuldet, den hiesigen Verwertungshunger nach billiger Arbeitskraft zu bedienen, ohne das ansässige Proletariat mit allzu unangenehmen Wahrheiten zu verprellen. Mit der Tatsache nämlich, dass der Zuzug von Hunderttausenden weitgehend Ungebildeten für die schon ansässigen Proletarisierten auch reale soziale Verwerfungen und gesteigerten Konkurrenzdruck sowie ein Mehr an Sozialausgaben bedeutet, die anderswo eingespart werden müssen. Linke und liberale Befürworter der Zuwanderung tun so, als wäre der jetzige Mangel an Arbeitskräften ein prinzipiell dauerhafter. Ihnen muss die Frage gestellt werden, was geschehen soll, sobald auf die aktuelle Konjunktur, wie üblich, eine Rezession folgt und die Menschen, die als Geflüchtete mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach Deutschland kamen, für das deutsche Kapital überflüssig werden. Populistinnen und Populisten, von Pegida bis Aufstehen, reißen in ihren Darstellungen den ökonomischen Zusammenhang sowie die einzelnen Teilkomplexe und Sphären der Gesellschaft auseinander. Sie betrachten gesellschaftliche Phänomene, die widersprüchliche Ausdrücke und Bewegungen eines übergreifenden ökonomischen Moments sind, als Einzelfänomene, als hätten Entscheidungen, die einen Bereich betreffen, keine Auswirkungen auf andere. Ihr klitternder, einseitiger und vereinfachender Umgang mit der komplexen Wirklichkeit entspricht in roher Weise ihrem in sich selbst widersprüchlichen Bündel an bornierten, auf der Teilung der Arbeit fußenden,
zu politischen Blöcken zusammengefassten Einzelinteressen. Dass weite Teile der deutschen Rechten gemeinsam mit vielen Linken bereitwillig als Agenten der Interessen des russischen Imperialismus und in Opposition zur traditionellen Westbindung der herrschenden Klasse in Deutschland auftreten, hat ursächlich etwas damit zu tun, dass Teile der deutschen Bourgeoisie enger mit dem russischen Oligarchenkapital verflochten sind als andere. Nicht nur im Falle des ehemaligen Bundeskanzlers und jetzigen Gazprom-Lobbyisten Gerhard Schröder. Für die unterschiedlichsten Unternehmen, die ihren Handel von Rohstoffen, Halbprodukten und Waren überwiegend mit Russland pflegen, sind die Sanktionen gegen Russland, von denen sich die Amerikaner auch eine Schwächung des diktatorischen Lagers erhoffen, Gift für ihre Profite. Das Eintreten für die russische Lösung unter der Herrschaft einer Clique von Oligarchen, der Wechsel ins russische Lager, entspricht auch einem Plan B für die gesamte Gesellschaft, der auch in Teilen der herrschenden Klasse Deutschlands vertreten wird. Man denke nur an die Skandale in der Vergangenheit, bei der es um die Anschubfinanzierung der AfD ging, bei denen Stück für Stück herauskam, dass die Wahlerfolge auch durch die illegalen Spenden irgendwelcher reaktionären Geldsäcke zustande kamen. Falls die westliche Variante der kapitalistischen Gesellschaft, die auf einem viel höheren Grad der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital beruht und die mit einem größeren Spielraum der Freiheiten der Individuen einhergeht, der auch politisch höchst relevant ist, zu scheitern droht, soll die zunehmende unmittelbare Herrschaft über die Proletarisierten, für die Russland steht, die Sache richten. Die Affinitäten vieler Reaktionäre zu Russland entspringen nicht einfach einer Begeisterung autoritärer Charaktere für die harte Mann-Attitüde Putins. Die allerorten und bei Weitem nicht nur im rechten Lager feststellbare, verschämte, offene, unbewusste oder bewusste Zustimmung zu Putins Politik gilt vor allem dessen Antworten auf letztlich ökonomische Fragen. Die Ablehnung der Multikulturalität, der Angriff gegen die Emanzipation der Frauen, die zunehmende Dämonisierung von Geflüchteten, die Verfolgung von Homosexuellen, das Schüren der Angst vor der Auflösung der Geschlechtergrenzen, der Sexismus, der Antisemitismus und der Rassismus entsprechen der reaktionären Gepflogenheit abgehängter, bedrohter und tendenziell obsolet werdender Elemente, die im Angesicht ihres vorgestellten oder realen Untergangs überkommene Verhältnisse zu verteidigen suchen, wütend um sich schlagen und in naturwüchsiger, tierischer Wut gefährlich werden. Sie richten sich traumwandlerisch sicher gegen die Menschengruppen, an denen diejenigen Bedürfnisse sozial erscheinen müssen, die ihrem Wesen und Potenzial nach revolutionierend über die bestehenden Lebensverhältnisse real und nicht utopisch hinausweisen. Sie versuchen, die Individualität zugunsten der Kollektivität zu unterdrücken, um so die vom Kapital selbst initiierte Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse aufzuhalten, die ihre gewohnte Lebensweise aufzuheben droht. Währenddessen beschränken sich Antirassistinnen und Antirassisten darauf, an eigenen Mythen zu stricken. Sie versuchen, den in Zeiten der Krise grassierenden Rassismus zu bekämpfen, indem sie den anderen einreden, sie sollten denken und handeln, als gäbe es keine feststellbaren empirischen Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen, während die wirkmächtige, im Ökonomischen begründete soziale Unterschiedlichkeit alltäglich erlebt werden kann, weil die Menschen als Ensemble voneinander unterschiedener gesellschaftlicher Klassenverhältnisse unterschiedlich sein müssen. Der vorherrschende Antirassismus beruht nicht auf einer Analyse der konkreten materiellen Wirklichkeit, die den Umgang zwischen den Rassen bestimmt, und der anschließenden Feststellung, dass die einzigen relevanten Unterschiede menschengemacht sind und, wie jedes gesellschaftliche Verhältnis, prinzipiell von Menschen auch wieder abgeschafft werden können, sondern auf der empörten Verneinung eines wirkmächtigen Unterschieds zwischen den Menschen überhaupt. Aufgrund dieses fetischistischen Denkens in scheinbar unvermittelten Widersprüchen kennen viele Antirassisten und Antirassistinnen nur Individuen oder abstrakte Menschen, und Rassistinnen und Rassisten haben weiterhin leichtes Spiel, wenn sie zum Beispiel auf den durchschnittlich niedrigeren Bildungsstand von Geflüchteten, die Kriminalitätsstatistiken und Ähnliches verweisen und somit die empathisch vorgetragene These von der Gleichheit aller Menschen
höhnisch widerlegen. So wie im Falle des in Zeiten der ökonomischen Krise eskalierenden Antisemitismus nützt es gegen die offensichtliche Unausrottbarkeit des Rassismus in diesen Verhältnissen nur sehr beschränkt, den Menschen immer wieder aufs Neue zu predigen, dass Schwarze auch Wissenschaftlerinnen und Präsidenten werden können und dass rassistische Klischees und pseudowissenschaftliche Theorien über die vermeintlich in den Genen festgeschriebene inferiore Leistungsfähigkeit schwarzer Menschen falsch ist. In Anlehnung an eine Formulierung aus zur Judenfrage muss man konstatieren, dass die bürgerliche Gesellschaft aus ihren eigenen Eingeweiden heraus immer wieder den Nigger gebiert. Der Antirassismus, der in sich selbst widersprüchlich ist, weil er unterschiedliche, unter der Teilung der Arbeit entstandene, gesellschaftliche Bedürfnisse politisch bündelt, muss die Auffassung überwinden, Rassismus wäre ein Problem, das nicht eines der Proletarisierung selbst sei. Antirassistinnen und Antirassisten werden tendenziell erfolglos bleiben, solange sie versuchen, unter der bürgerlichen Trennung der Disziplinen in den abgetrennten Sphären unterschiedlicher Diskurse abzuschaffen, was an der ökonomischen Basis der Gesellschaft tagtäglich aufs Neue gesetzt wird. Für den Rassismus, ebenso wie für den Sexismus und den Antisemitismus gilt, zur wirklichen, substanziellen Überwindung dieser gesellschaftlichen Übel bräuchte es eine proletarische Agenda, die den Rahmen der üblichen politischen Professionen überschreitet und die Aufhebung der bis in die Psyche der Individuen hineinreichenden Klassenverhältnisse anstrebt. Ein an der wirklichen Bewegung Gesellschaft orientierter, nicht utopischer, sondern realistischer Antirassismus muss unterbinden, dass der zur nachhaltigen Befreiung von Nekrophobie und Rassismus nötige Klassenkampf eines bewusst und kollektiv handelnden Weltproletariats aller Hautfarben von Rassistinnen und Rassisten erneut in einen Race War umgebogen wird, damit die Herrschaft des Kapitals über alle himmelschreienden Widersprüche hinweg fortbestehen kann. Um die vom Kapital selbst begünstigte Entwicklung hin zu einer nicht bloß nominellen, sondern substanziellen Gleichheit aller Menschen abzuschließen, ist es nötig, den ökonomisch-sozialen Zusammenhang unter dem Kapital zu zertrümmern und aufzuheben, der die Trennung der Produzierenden von den Produktionsmitteln sowie alle weiteren auf den ökonomischen Verhältnissen fußenden psychischen und ideologischen Trennungen zwischen den Menschen bedingt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.